Seit vergangenem Wochenende wird ja in Deutschland geimpft gegen Corona. Bis aber alle Deutschen, die wollen, die Immunisierung bekommen haben, wird es wohl mindestens bis Sommer dauern. Nun ist in der Union ja eine Diskussion entbrannt, welche Freiheiten diejenigen bekommen sollen, die bereits geimpft wurden. Max Seib. Die Lieblingsband live erleben, der Flug in die Ferne oder auch nur das Dinner im Stammrestaurant. Für die, die die Corona-Impfung haben, sollen diese Freuden des Lebens bald wieder möglich sein, zumindest wenn es nach Friedrich Merz geht. Gegenüber der Funke Mediengruppe fordert er: Man kann deshalb einer immer größer werdenden Bevölkerungsgruppe von Geimpften, Gesunden und Genesenen nicht pauschal die Grundrechte vorenthalten, weil eine immer kleinere Gruppe nach wie vor durch das Virus gefährdet ist. In eine ähnliche Kerbe schlägt auch sein Kontrahent um den CDU-Vorsitz Norbert Röttgen. Natürlich müsse man Schlüsse daraus ziehen, wenn jemand andere nicht mehr gefährden könne. Einschränkungen müssten dann aufgehoben werden, so Röttgen im Weltinterview. Scharfe Kritik an solchen Gedankenspielen kommt vom aktuellen Spitzenpersonal der Union. Nach Innenminister Seehofer und Gesundheitsminister Spahn erklärt nun auch Bundestagspräsident Schäuble: Eine Vorzugsbehandlung für Geimpfte birgt die Gefahr der Spaltung der Gesellschaft. Zwischen bereits Geimpfte und Nicht-Geimpfte dürfen wir keinen Keil treiben. Dieser direkte Schlagabtausch in der Union ist frisch, die Diskussion ist es nicht. Seit Monaten wird debattiert, ob neue, alte Freiheiten gestattet werden sollen, sobald man geimpft ist, oder ob das wegen des Mangels an Impfstoffs für Verteilungskämpfe sorgt. Klar ist allerdings, Politik und Experten können das zwar debattieren, entscheiden darf aber jeder Betreiber selbst. Restaurants, Bars, Clubs, Kinos und so weiter, wenn es private Unternehmen sind, dürfen entscheiden, wen sie reinlassen, mit wem sie einen Vertrag abschließen und mit wem nicht. Das heißt mit anderen Worten, ja, grundsätzlich dürfen die sagen, wir nehmen nur Leute mit, die geimpft sind und das nachweisen. Bevor wir aber tatsächlich mit dem Impfausweis vor dem Restaurant oder Club stehen, wird es auf jeden Fall noch dauern. Denn noch immer ist unklar, ob man nicht auch nach der Impfung andere noch anstecken kann.